Schweigende Hügel. Drei. Mit uns dreien. Jetzt gleich. Kuschelt euch schon mal in euer Lieblingskissen. Jetzt wird's nämlich sehr gruselig. Wo ich immer dran denken muss, wenn ich Silent Hill sehe, ist Silent Dill. Harkas von Game One früher gewesen, ja, ne? Mit Budi. Sie können den Dill noch gar nicht vertragen. Nee, das war was anderes. Nee. Es war so eine Verkürzung. Sie wurden im Garten gesehen. An ihren Händen klebt Erde. Und dann hat er ihm so die Lampe ins Gesicht und dann siehst du nur so einen Dill auf dem Stuhl. Silent Dill. Er hat bis heute nichts gesagt. Es ist aus einer Reihe mit Call of Mutti. Nein, ich hab gerade zu tun. Aber warum hier? Ich finde es schade, dass das nicht mehr gibt. Ich habe da ab und an nochmal gute Ideen. Leider fällt mir jetzt gerade keine ein. Aber gib die mir mal. Wenn mir im Verlauf der Sendung eine einfällt, dann sagt irgendwo, ihr weiter. Irgendwo würde das gerne auf jeden Fall noch viele sammeln. Ich weiß nicht, ob Game 2 noch Humor macht oder so, keine Ahnung. Na, aber vielleicht können wir ja wieder was machen. Silent Hill 3, Teil 4 mittlerweile. Also wir haben ja schon drei Folgen abgedreht. Fabian, nochmal vorbereitend. Das ist mein Controller, nicht werfen. Oh, okay. Ja, sorry, das tut mir leid, funktioniert der noch? Das ist ein anderer Controller. Ein anderer, ne? Ja, der andere funktioniert noch, aber der ist, glaube ich, ein bisschen mehr aufgeladen jetzt im Moment. Den anderen habe ich aber auch mit dabei. Ich glaube, das letzte Mal hattest du dann gespielt und wir wollen hier die Reihe rumgehen, dann kann ich jetzt hier wieder auch weiter zocken. Wir hatten ein bisschen Pause. Wir können gerne auch mal aufs Ingame. Ich glaube, das sehen wir leider nicht mit unserem Vorschau-Monitor, ob ihr das Spiel schon seht. Sondern wir sehen uns nur so schön in Green hier. Warte, Moment. Wir waren beim Zug angekommen. Oh Gott, das war dieses schlimme in den U-Bahn-Schächten, ja, genau, wo ich siebenmal überfahren wurde. Oh ja, aber wir haben es geschafft. Das und stimmt. Sind gefahren mit dem Zug schon. Genau, oder? Wir sind, glaube ich, wo es zu Ende war, wo der Zug dann unterwegs war. Und jetzt hören wir uns aus dem Monitor da. Irgendwo hier hören wir uns doppelt. Nur so als Warnung für die Regie. Ja, vielleicht mache ich dann schon mal. Ich finde das versteckt, glaube ich, auch die Horroratmosphäre ein bisschen. Das sieht so ein bisschen aus, wie wenn du die Augen zu hast und die haut einer auf die Fresse. Okay, wie geht denn das hier? Die Würmer, oh Gott. Die Lichtwürmer. Links, rechts, oh, da. Das kommt in unser Kontrollmonitor. Audio Outer. So, besser, bevor wir Geister hören. Ja, wir waren das letzte Mal, genau, Fabian, du hast uns zum Zug buxiert. Mit dem komischen, wo darfst du runtersteigen? Durch diese Tür, die du einmal anmachen musst. Diesen super kleinen Weg. Diesen super kleinen Zeitrahmen, den man da hat. Exakt. Und die ist jetzt losgefahren. Ich glaube, der Hintergrund war, sie versucht jetzt aus der Mall, wo wir in den Anfangsteilen gewesen sind, wieder nach Hause zu fahren. Ne? Weiß auch nicht mehr genau. Haben U-Bahn-Schächte gearbeitet. Und da haben wir gesaved. Wird dann gleich mal weitermachen. Auf dem Sitz liegt eine Zeitung. Die gleichen alten, langweiligen Artikel. Du hast nur kurz raufgeguckt, meine Liebe. Aber gut, let's do this. Okay. Ja, danke, dass die Kamera jetzt sich umdreht. Ach, das hast du gemacht. Ich wollte schon schimpfen. Hat's von alleine gemacht. Was war denn Kameradrehen hier? Hast du gut Muni gespart. Ja, oh. Das ist ein guter Effekt. Oh, das sieht. Das macht mir Unbehagen, muss ich sagen. Das ist ein guter Effekt. Mhm. Okay. Liegt hier was rum? Ist nur Abfall. Mit Zeitung hat sie es nicht so. Nee. Mag sie nicht so gerne. Weil so, sie versteckt Dyslexie. Ja, nein, ich möchte das nicht lesen, ist nur Abfall. Das ist der große Twist am Ende, ja. Ja. Oh, waren die schon immer so groß? Nee, das ist neu. Ich glaube, da musst du. Ich dachte schon, dass du da nicht vorbeikommst. Aber der ist kleiner. Holy shit. Gut gemacht. Ich gehe weiter. Wenn ihr was seht, sagt Bescheid. Oder ist das hier so, ist das so ein Loop-Ding? Nee, glaube ich da nicht. Da rechts lag was. Oh ja. Naja, das ist links, aber rechts lag auch was. Schrotpatron, erste Hilfe. Geh nochmal zurück. Ja, ich gehe gleich zurück. Ein abgerissener Haltegurt. Ja, ich dachte, so ein Gurt für so Super-Shotgun oder so. Das gibt's hier gar nicht, oder? Eine leere Saftdose. Mm. Noch mehr Müll. Sieht das nicht aus wie so ein Messer, der Abdruck hier auf der Couch? Ja, wie jemand sein Messer daneben gelegt hat. Seine Machete irgendwie liegen lassen. Ne? Wollten wir nicht zur Bergen Street fahren, weil das eben da oben stand? Genau, oder Bergen Street war der. Oder war es die Abfahrt? Ja, es kann sein, von Bergen Street zu Renata College. Keine Ahnung, wie die Bahn. Ja, glaubt mir, man kann hier falsch aussteigen. Man muss dann vielleicht einen Umweg machen oder ein Taxi. Ich kann probieren, mal hier auszusteigen, aber ich glaube, dann ist Game Over wahrscheinlich. Ich befürchte es. So wie das Spiel mit den Game Overs da rumhaut. Ah, schon wieder hier, okay. Noch ein Messerabdruck. Da ist noch, steht eine Flasche noch daneben. Das ist auch wieder nur. Das ist bestimmt nur eine Saftdose. Also,
jetzt, da das so identisch aussieht, denke ich auch, vielleicht ist es wirklich immer derselbe Raum. Ja, aber, und hier ach, wieder. Aber ich glaube nicht. Du musst einfach weiter nach vorne. Glaube ich auch. Oh. Ja, den musst du wahrscheinlich mal bekämpfen jetzt. War denn, ja, aber der frisst auch so viel Munition. Der schläft, oder? Kannst du nicht schleichen? Ja, irgendwie konnte, aber ich weiß gar nicht, wie das ging. Und irgendwie schleichen. Schießt jetzt bestimmt, wenn du schleichen willst. Jetzt ui. Achtung. Ja, sehr gut. Und wenn du ihn jetzt schiebst, kannst du vielleicht dran vorbei. Vielleicht geht's auch nicht. Ja! Okay. Du hast es fast. Ich glaube, du bist gleich tot. Alter, der hat nicht mal Hände gehabt. Puh. Aber schlagen konnte er. Mit der alten Stumpen. Okay, lass mich mal checken, ob ich... Bin ich schon Health unten? Das ist schon gelb, ne? Sehr nahrhaft sollte mir ein wenig helfen, meine Kräfte wieder aufzubauen. Na, ein bisschen. Noch einer. Blau ist gut, oder? Ja. Also es waren aber immerhin andere Gegner. Denkt immer, es kommt eine Zwischensequenz, ja, weil es einen Tick zu lange dauert. Vielleicht ist es einfach mal abgestürzt. Der Sound, nee, der Controller rödelt. Jo. Steigen wir mal aus. Steigen wir aus. Geht's hier weiter? Das muss der erste, ups, der erste Wagen sein. Die Türen öffnen sich nicht. Außerdem kein Platz für den Zugführer. Wer ist dann gefahren? Ach Gott, weiter geht's hier. Können wir gleich mal abspeichern. Warum tut mein Kopf weh? Das war eine erfolgreiche Folge bis hierhin, oder? Ja, bis jetzt alles super. Gut gefahren. Kann ich drehen? Immer verdächtig, wenn die U-Bahn noch weiter nach unten geht, wenn man aussteigt. U-Bahn. Ja. Ich wollte gerade sagen. Das war der altertümliche Begriff für Geisterbahn, ne? Die U-Bahn. Ja, es irritiert mich echt, dass sie diesen leichten Schlenker immer macht. Mit Steuerkreuz geht's besser auf jeden Fall. Im Laufen. Okay, das klingt nicht gut. Wow! Was ist das denn? Das ist ja holy alles. Holy shit! Okay, Tür. Gut. Hätte ich auch gemacht. Alright. Tür! okay. Tür. Ah, shit. Ui, 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 ui. Ich guck erst mal, ob ich irgendwo lande und dann checken. Oh! Ah, okay. Eine neue Waffe. Morgenstern. Okay, ja. Erste-Hilfe-Kasten. Das ist ein Morgenstern. Mhm. Ja, ne? Und die Schlägel. Ein Schlägel. Hat er nicht bei Viva moderiert? Tobi Schlägel. Tobi Schlägel. Interessant. Die Seite des Spins ist verbeult. Ich kann mich überhaupt nicht an den Schlägel erinnern. Auch nicht. Da liegt was. Auch ein komisches Wort. Ah. Eine Werkzeugkiste. Oh, die Map liegt hier. Oh ja. Nichts Nützliches, bis ich gleich in einer halben Stunde wieder einen Schraubenzieher brauche oder einen Hammer oder irgendwas. Die Unterführung. Ich werde es mir merken. Ist hier auch ein Safe? Wäre ein glücklicher Zufall. Oh nee, das sollten wir nicht aufmachen, oder? Da sickert Blut unten aus dem Spind heraus. Ist da etwas drin? Ich würde nachsehen, aber ich bekomme die Tür nicht auf. Du hast nicht probiert. Ist wohl auch besser so. Es wird wohl kaum was Gutes darin sein. Gut erkannt. Lass die Finger davon. Ein Safe sehe ich hier nicht, aber ich gucke gleich erstmal auf die Karte, weil irgendwas sagt mir, wenn hier die Tür ist, das sieht ja aus wie so ein größerer Weg, hier geht's weiter. No? Ach, guck mal. Okay. Also, oh, jetzt sehe ich aber, seht ihr ganz links, da haben wir den einen Viereckraum verpasst, so wie ich gelaufen bin gerade. Aber du kommst da nicht zurück, ist ja oben durchgestrichen auf der Karte. Ja, aber ganz oben. Ja, ganz oben. Über ja, geh da nicht nochmal hin. Aber ist ja wichtig. Du siehst, da unten ist es auch verbunden. Wenn dieser lange Gang nicht zu ist, könnten wir vielleicht wieder sowieso den Schlenker nach hinten machen. Stimmt.
Dann will ich erstmal runter und unten links. Links die beiden Räume wegmachen. Ja. So rum war's. Ja. So, Schlägel ausrüsten. Ach, erstmal nicht. Oh, ist doch gut für Nahkampf. Ja? Pistole benutzt er auch nicht. Stimmt. You're right. Ah, denk dran, wir haben auch noch diesen Schinken. Ah ja, der Hundeschinken. Also für Hunde, nicht aus Hunden. Wobei, vielleicht auch aus. Du bist aber langsam, oder? Boah. Wie sah der Kleine aus, als er eben noch gestanden? Ja, entstand. Wirklich. Ich würde sagen, die Chance, sich damit selbst zu verletzen, ist auch relativ hoch. Also läuft sie auch langsam oder so, oder? Oh, was ist das? Ein Stuhl. Oh, was ist das? Wein an einem Ort wie diesem? Na, ich schätze, es ist dunkel und trocken. Rechts sind zwei kleine. Nur eine der Flaschen ist leer. Ich habe eine Weinflasche. Sie nimmt die leere? Ich habe auch gerade gedacht, wieso nimmt sie die leere mit? Ein Gesundheitsdrink und getrocknetes Rindfleisch. Ja, sie hat die leere mitgenommen. Wir können ja mal Square Dance. Ich kann ja mal kurz schauen. Gegenstände noch. Jemand hat die Flasche in einer Ecke in der unterirdischen Passage aufgefallen. Also warum sie die mitgenommen hat, will ich auch nicht verstehen. Haben wir eigentlich die Weste noch an? Ja. Nee, nicht. Nee. Nee, nicht. Ah. Ausrüsten oder ablegen, aber du läufst langsamer damit. Ja, ja, aber ist vielleicht, na gut. Vielleicht bei Endgegnern später, wenn man eh den Raum nicht verlassen kann. Das ist wahrscheinlich ganz clever. Oh, die hätte auch wohl geholfen beim Zug gerade, ne? Wenn ich eh schon so eng bin. Ja, stimmt. Vielleicht was gespart. Könnte mal probieren, wenn da so einer dieser Gegner ist, mal gucken, ob ich wirklich mit dem Morgenstern, vielleicht sind die so One-Hit-Kill oder so. Ach, mach's lieber nachspeichern. Ja. Ui. Ui, ui, ui. Richtig rum? Die Waffen gehen ja auch kaputt. Machen sie? Nee. Nee? Du kannst sie jetzt bis zum Ende immer benutzen? Okay, das ist natürlich krass. Das ist gar keine Tür. Es ist nur eine Sackgasse, ja. Aber dann zurück und dann erste rechts. Mhm. So. Und da können wir noch dieses Rondel uns angucken. Ja, ich glaube, hier gehen sie nicht kaputt, die Waffen. Liegt da was? Ja. Rotpatronen. So, jetzt haben die mich in der Sackgasse. Oh, wow. Wenn ihr mir nichts tut, tue ich euch was. Ich meine, tue ich euch nichts. Okay, ja. Oh, gucken wir ganz nach hinten. Ich höre keine Gegner zumindest. Noch nicht. Alter! Wow! Okay. Das, durch Zufall sehr gut ausgewichen. Ja. Oh shit. Okay, hier ist nichts. Das kann ja nicht sein, dass das eine komplette Sackgasse ist. Ah, Mann. Komm, beweg dich, Mädel. Wolltest du noch mal auf die Karte gucken und dich heilen? Ja. Ja. Ja, ich check gleich mal, ob heilen jetzt schon nötig ist. Ich glaube, das war der. Okay, also da in der Ecke, zumindest sah alles kaputt aus. Checken wir mal. Ich würde mir aber auch die Schusswaffe wieder echt dazu. Ich habe irgendwie eine Ahnung, dass sie langsamer damit läuft. Auch wenn ich sie bisher jetzt nicht benutzt habe, aber. So einmal. Ja, das war der lange Gang, der wieder nach oben führt. Wer, das ist zu. Dann gibt es Ärger. Nee, ja. Ist auf jeden Fall offen. Ladezeit. So. Ja. Jetzt nochmal komplett zurück. Wahrscheinlich, oder? Ich würde es, glaube ich, machen. Bin. Ja, mach mal. Und ja, erstmal hinten in der Ecke und dann das Viereck in der Mitte. Falls das jetzt nicht zusammengebrochen ist hier oder was anderes ist, wo wir nicht durch können. Nee. Ja, ist doch egal, da ist es auch nicht wichtig. Okay. Ja, vielleicht, aber. Ach, es ist aber fies. Ja, man möchte das schon, ne? Aber wenn jetzt nicht ein Rätsel kommt, wo wir hängen, würde ich drauf. Wird's so oft jetzt getroffen werden auf dem Weg dahin zurück? Ich kann mal weiter gucken, okay, hoffen wir aufs Beste. Kannst du nochmal die Karte kurz aufrufen? Ich müsste eben wieder komplett da unten und wieder hoch. Was ist denn mit den ganzen anderen Räumen in der Mitte unten, die du ausgelassen hast? Ja, da müsste man ja dann eben auch, ne? So, ich dachte, ja, du wolltest nur ganz nach links zurück. Ja, das sind zwei Blöcke. Mitte, ich, genau, ich hätte ganz links das gemacht und dann. Ja, da brauchst du bestimmt noch irgendwas von, leider. Also ich. Ja, komm, wir gucken erstmal.
Ja? Nee, doch nicht. Ey, mir ist es egal, aber ich. Entscheiden wir es ja. Ah, komm. Whatever. Kompletismus. Das ist bestimmt eine geile Waffe dort. Ja, irgendein Story-Item ist da bestimmt. Also, wir haben zumindest schon mal eine Weinflasche. Das klingt ja storymäßig. Weil sowas gab's ja nicht sonst. Hier einmal rechts, rechts, also rechts geradeaus durch den Raum, dann weiter rechts. Der kleine Raum jetzt hier mit dem Schlägel. Mhm. Uhuhuhuhu, mein Freund. Okay. Okay. Ich gehe erstmal geradeaus. Ja. Ah, links oder geradeaus? Ja, komm, rechts. Da ist einer von. Hier, oder? Das ist ja irgendwie diese, die an der Decke hängen, ne? Dieses komische Geräusch. Ja. Ist das jetzt hier? Hm. Ah, nee, jetzt sind wir wieder zurück. Okay, dann nochmal und ja. Hätte der ganze Weg halt nichts gebracht, da um die Ecke rum. Das war jetzt einfach nur mal im Kreis laufen, ne? Gemein. Boah. Und? Ah! Oh. Wie bitte? Ja, kann sein. Nächste Tür ist dann hinten. Hä, hey, Moment, da unten kann doch kein Raum sein, eine graue Tür, die man. Okay, also dieses, also das ganze Eckchen, da können wir gar nicht leider hin. Ja, ich habe gleich gesagt, geh nicht zurück. Also wir können nicht zurück, rechts, ja. Links und links. Ja, genau, ich war, oh shit, ich war hier rechts durch die Tür und dann hat er einmal diesen Kreis, oder hat sie einmal diesen Kreis gemacht. Das wäre eigentlich die, ja, Tür. Aber, nee, wenn du jetzt rechts läufst. Achso, ja, wenn du da auf die Map. Da müsste eine Tür sein. Siehst du? Also die Tür, wo wir rechts da durch konnten, da. Redet jetzt von was anderes. Moment, nee, will, dass du hochläufst. Ich will, dass du hochläufst und links läufst, damit du. Achso, ja, das werde ich machen. Ja, du mich genau. Darüber rede ich. Achso, okay, ich war noch bei dem anderen. Ja, ja. Aber das mache ich jetzt. Und dann haben wir alles geguckt, was man gucken kann. Oh Gott, wie? Ich glaube, wie viel? Ich weiß nicht, ob du dich nicht mal heilen müsstest. Ich check gleich. Wenn irgendwo stressfrei ist. Und zu. Oh Mann, ey. Ah, na gut, jetzt wissen wir es wenigstens. Jetzt wissen wir es, ja. Okay. So. Heile mit Eile. Uiuiuiui. So, geradeaus. Einmal rechts, einmal links. Habe ich richtig? Ja, rechts, links, geradeaus, rechts, links. Ja. Links. Kleiner Raum. Und jetzt links. Links noch. Mhm. Oh, die Penner. Oh, das miese Geräusche, ey. Ja, ganz richtig. Die gehen so richtig so ins Ohr, so in Mark und Bein. Ey, oh! Das, okay. Wolltest du da rein? Ja. Weil das ist der lange Gang, den wir vorher gewesen sind. Damit wir weiterkommen, hier kann ich ja mal gucken. Oh, geil. Ja, nimm mal ein Item. Komm, ein kleiner geht. Zwei haben wir ja gefunden. Kannst du machen. Oh. Licht anlassen, bitte. Zum Glück müssen wir nicht Batterien nachtanken oder so. Gibt es Gegner, die da lichtempfindlich sind oder so? Ich schätze, bei den meisten könntest du dich wahrscheinlich. Ach ja, du meinst, man kann ja irgendwie, ja, kann irgendwie schleichen, ne? Es ist halt komisch, dass man sie überhaupt abstellen kann, die Lampe, wenn das keine Auswirkungen hat. Stimmt, schleichen konnte man auch irgendwie. Oder konnte man nur so Seitschritte machen? Ah, oder ist es, also wenn ich mit der Kanone. Du konntest Seitschritte machen, genau. Aber wenn ich die Kanone gezogen habe, geht sie auch langsam. Wenn ich hier vielleicht das Licht ausmache dabei. Ja. Könnte ich vielleicht mich wirklich vorbeischleichen an den Gegnern. Ist ein Versuch wert, ja.
So, also. Ja, links geradeaus zu. Genau. Ist bestimmt auch blockiert dann, ja, genau. Safe wäre nice gleich. Mhm. Oh, das klingt nicht gut. Okay. Das ist eher so der Weg zu einem Bossgegner gerade, oder? Machine Control Room. Was für eine Maschine ist das? Sieht aus, als funktionierte sie nicht mehr. Irgendwas guckt sie an. Ah. Hm. Oh, kann ich da runter? Nee. Noch nichts, musst du erst alles abpumpen. Das Loch ist voll mit Dreckwasser. Wullewupp, Kartoffelsupp. So kann ich da nicht runter. Da ist wieder Ein- und Ausschalter für den Flaschenzug. Ja. Nichts passiert, ob er kaputt ist. Das könnte der Tank sein, er ist aber leer. Oh, ich glaube, ich weiß es schon. I think I know it. Warte mal. Mal sehen, ob das geht. Willst du den Wein da reinfüllen? Ja. Aber die Flasche ist doch leer. Vielleicht ist sie. Ach ja, die war leer. Shit. Du musst, glaube ich, natürlich irgendwo was abzapfen. Vielleicht hast du sogar noch einen Schlauch oder so, ein Auto oder irgendein Generator. Wir brauchen die Szene mit. Vielleicht. Na, du wolltest runter, oder? Nee, ich kann nicht runter, weil da ist ja die Suppe. Aber hier nebendran ist noch ein weiterer solcher Raum. Alles klar, mein Freund. Boah, mutig. Ja. Oder hier hin. Da ist noch einer. Speichern. Was ist das da hinten? Ich guck mal. Patronen für die Pistole, Schrotpatronen. Ja, das ist auf jeden Fall hier. Sieht so aus, als wäre noch etwas Kerosin im Heizgerät. Wenn ich einen Behälter hätte, könnte ich es. Königreich für ein Behältnis. Ein Glück, dass ich darüber nachgedacht habe, eine alle Weinflasche mitzunehmen, die leer ist. Das ist mein erster Gedanke, wenn ich an der leeren Weinflasche vorbeilaufe. Ach, wenn man Kerosin ist, Benzin für Flugzeuge. Ja, und Und für Heizgeräte. Und für Heizgeräte. Ich habe die Weinflasche mit Kerosin gefüllt. Eine aber wie? Flasche, wo, aber das ab? Wo hat sie es abgefüllt? Ist Kerosin Öl? Also bei Benzin oder so Sprit. Egal. Was haben wir erstmal hier? Ich glaube, da lag auch noch was auf dem Schreibtisch. Ja, da ist was gekritzelt, aber es ist verblasst und kaum zu lesen, sieht auch nicht wichtig aus. Das habe ich zu allen Tafeln in meinem Leben gesagt. Der Spind ist voller Ramsch. Nein, kein Ramsch. Sieht nach den Sachen von jemandem aus. Okay, also auf dem Tisch war noch was, ne? Ja, auf der anderen Seite. Es sah zumindest so aus. Der hat auf jeden Fall eine Stange. Nee, noch mehr. Die Ecke, gleich hast du die Ecke. Da. Ja. Oh, absolut gutes Auge. Bisschen Suppe. Ah, habe ich nicht gesehen. Die sehen voll klein aus, wie sie da auf dem Tisch stehen, so richtig winzig. Ja, sie diese hat immer Übershots, die man heute kauft. Ja, genau, so sehe ich die auch, ja. Man muss echt immer darauf achten, wo geht der Kopf hin. Ne? Ich glaube, das kann ich überschreiben mal. So, Frage ist es, lohnt es sich jetzt hier noch weiter unten zu gucken? Oder gleich doch. Ja, wir sind ja nur eine kleine Ecke. Ach, du meinst, dass es da unten dann weitergeht, dauerhaft? Naja, ich würde fast schon schätzen, dass da einfach gleich eine Sackgasse ist. Das erwarte ich eigentlich auch. Ach so. Checken wir mal. Jetzt laufen wir zurück in den Raum für die Weinflasche. Wäre ganz schön ärgerlich gewesen, wenn wir die Flasche nicht gefunden hätten. Oh, hier. Nee, ist offen. Krass. Okay. Oh, okay. Oh, was ist das? Da würde ich ja direkt wieder zurückgehen. Oh, ich check das mal. Holy shit, was geht hier? Eine schöne Kiste. Ayo. Oh, genau, erstmal diese Ecken hier ablaufen. Ne? Okay, hier ist nichts. Okay. Oh, vielleicht wird das noch zu einem Bossraum oder so? Groß genug wär's. Ja. Lag da was auf dem Boden? Ne, nur Bluteffekt. Oh, uiuiui. Gott. Behälter ist leer, ja? Naja, macht nichts. Okay. Das sind so Luken, oder? Die du da unten am aber Tür ist gut. Komm, machen wir das mit der Weinflasche. Gesaved ist ja.
ist auch so ein klassischer Rätsel mit dem leeren Tank und was man da jetzt reinfüllt und dann geht der Strom wieder. Es ist so ein bisschen alles jetzt Survival Horror 101, ne? Verschlungene Gänge, ein Item, was du findest, was anders ist. Aber damit es kein Benzin ist, hat man hier Kerosin draus gemacht, damit es ein bisschen wie ein neues Rätsel wirkt. Ja. Apropos, was kauft ein Pilot beim Bäcker? Was kauft er? Ein Kerosinbrötchen. Ah, sehr gut. I like it. Ich mag deine Reaktion darauf. Ja, das kann ich, was mich ärgert, dass ich nicht drauf kam. Ich fand's gut, ich fand's ganz scheiße. Nee, ich muss sagen, ich find's okay, ich hätt's auch gemacht. Nur gut. Ich dachte im Moment, da komme ich sicher drauf. Weil du ja eben noch Kerosin auch gesagt hast. Ja, aber es wäre leicht. Ja, ich hab leicht, aber ich hab noch mal dezent auf den Gag hingearbeitet, damit ich den noch bringen kann. Gut ist, wenn du sowas bei Nils machst, ist eine sehr hohe Chance, dass er wirklich drauf kommt. Das ist immer so, weil sein Gehirn so das funktioniert. Das hätte den Gag kaputt gemacht, natürlich. Ja. Beziehungsweise er hätte den Gag genommen. Hätte den Credit nicht mehr bekommen. Er hätte einfach geklaut, genau. Ja. Und dann hätte er noch zwei weitere gehabt, an die du gar nicht gedacht hast. So. Verdammte Nils. Okay. Ja, verdammte Nils, endlich sagt's mal einer. Okay. Für Nils Bashing ist abgelaufen. Noch Zeit. Dank dieses Dings ist endlich das ganze Wasser aus dem Loch abgelaufen. Ich glaube, ich kann da jetzt runter, wenn ich den Geruch ertragen kann. Hope for the best. Die Karte noch? Ich finde, du machst das sehr gut, Gregor. Ich habe das Gefühl, wir machen riesig viel Progress in dieser Folge. Total. Das ist zum Glück auch nicht so verschlungen. Vor allen Dingen, du kämpfst auch nicht. Ich glaube, dass du auf die Kämpfe verzichtest, ist ein enormer Zeitgewinn. Das ist. Oh, ach, das bin ich, der die Sounds hier macht. Okay, hier können wir die Treppe rauf. Man kann doch auch wirklich gar nicht alle killen. Also ich habe wirklich das Gefühl, hier soll man definitiv immer nur vorbeilaufen. Das ist ja auch, es ist auch so ein Spiel, es fällt ja auch nichts raus aus den Gegnern. Keine Ressourcen, kein Geld, kein irgendwas. Unsere Munition fällt noch rein in die Gegner. Ja, stimmt. Okay. Da muss doch jetzt bald ein Bosskampf sein oder so. Ja, vielleicht noch ein bisschen, aber es wird auf jeden Fall einen geben und wir sind ja auch schon weit. Schönes Wasser. Mhm. Schöne Perspektive schön, ne? Auch. Ja. Ja, Albumcover. So. Wenn jemand wieder fragt, warum ich die Bahn verpasst habe, ist ein bisschen undurchsichtig. Wir gehen ja auch wirklich konsequent immer weiter runter. Was ist das? Jetzt sind wir okay, unten und dann. Ja, check mal oben, aber wahrscheinlich ist da zu, ne? Ja, aber da kann man ruhig weiter. Und tot. Okay, raus, bevor der Zug kommt. Jetzt bin ich froh, dass sie diese Stiefel hat. Ja, jetzt kann sie echt froh sein. Kann mir auch relativ überraschend jetzt, dass sie überhaupt da reinspringt. Ich dachte, das ist eine Begrenzung. Das machen die doch nie. So ein typisches Sewer-Level hier, ne? Wo du wirklich auch diese klassischen zwei Gänge in der Mitte ein bisschen was, dass sie da überhaupt runterspringen kann, finde ich aber auch. Wahrscheinlich jetzt genau, dass du entkommen kannst, ja. Ah ja, hoch, okay. Oh, hey, der springt gleich hoch. Oh, auf dem Rückweg, 100 Pro. Ja, irgendwas passiert. 100 Pro auf dem Rückweg. Aber wenn er hochspringt, werde ich die Shotgun ordentlich anziehen gleich. Oh. Ja, da liegen einige Sachen. Eine Ampulle, ach, das war viel Energie, ne? So, ein Föhn. Es ist ein Föhn. Okay. Eine kaputte Uhr. Stammt die auch aus der Kanalisation? Ein Rollstuhl. Wieso liegt denn ein Rollstuhl hier draußen rum? Das ist nicht draußen. Aber egal, die gucken irgendwo hin. Wo guckst du noch hin? Was für eine Maschine ist das denn? Sieht so aus, als würde sie nicht mehr funktionieren. Gregor. Damit unsere Maschine hier bei Rocket Beans weiter funktioniert, müssen wir leider, auch wenn du ganz persönlich damit immer ein Riesenproblem hast, müssen wir ab und zu auch mal Werbung machen. Okay. Kannst du damit leben? Ich akzeptiere das. Du könntest ja gleich Angst, was das jetzt für eine, was das jetzt für ein Gespräch wird, bis ich gerafft habe, dass du die Werbung anmoderieren willst. Es ist Intervention Time. Bis gleich.
Krogi. Ja? Mach mal diesen Boardslide, von dem du die ganze Zeit redest. Kann ich machen. Eine Gruppe junger Menschen, waghalsig, risikobereit. Aber was denken Sie, wird Michael seinen Trick schaffen? Ruhm und ehrenhaft werden? Wird der Platz nach seinem Namen benannt werden? Oder wird er stürzen, sich das Gesicht aufschürfen, die Beine brechen, innere Blutung? Wir schauen mal rein. Einmal checken, ob ich meine BU abgeschlossen habe. BU? Berufsunfähigkeitsversicherung. Die ist super wichtig. Falls dir was passiert, dass du dann weiter Zahlung von der Versicherung bekommst. Ja, ist drin. Ja, damit konnte jetzt keiner rechnen. Na klar kann man. Lade dir jetzt die Clark-App herunter und beantrage dein Angebot zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Melde dich beim Start der App mit dem Code BEANS45 an und du staubst bei 3 hochgeladenen Versicherungen Best-Choice-Gutscheine im Wert von 45 Euro ab. Einfach so. Nice. Bei mir um die Ecke hatten die so ein Clark-Kaffee-Gestell, wo der eine mit dem Fahrrad hingefahren ist, hat dann irgendwie den Leuten immer so Kaffee gegeben. Mhm. Aber sie durften den nur kriegen, wenn sie halt sich alles über Clark angehört haben. Ah. Also während der den Kaffee gemacht hat, und hast du auch Clark? Hier, weißt du, was das Gute daran ist? Halte ich für eine geniale Idee. Weil du musst eh warten. Und also wenn du deinen Pitch machen kannst, wenn Kaffee gerade brüht oder so. Dann kannst du es ja mit Smalltalk füllen. Genau. Haben die auch eine reine Unfähigkeitsversicherung? Ja, einfach für generelle, genau, für generelle Unfähigkeit. Das könnte ich gut gebrauchen. Nur wie definierst du das? Also ab wann bist du wirklich unfähig? Ab wann sagen die, ja, sie kriegen Geld? Also ich bin schon mal unfähig, überhaupt so eine Versicherung abzuschließen. Ja, ne? Und sie sind dabei. Dann können sie mir helfen. Dann sind sie hier richtig. Na, das nenne ich einen Müllhaufen. Bisher, wo wir da angekommen sind mit Heather. Viel mehr gibt's hier, glaube ich, nicht im Raum, außer den Föhn, den wir mitgenommen haben. Ja, genau, und die Spritzen und genau, die Ampulle, der Föhn. Den alten Kellerspritzen. Was denn wohl mit dem Föhn jetzt hier? Naja, es wird schon ein Grund. Ich habe ihn auf einer Art Müllkippe gefunden, scheint aber noch zu funktionieren. Woher will sie das denn wissen? Intuition. Ja, weibliche Intuition. So, meint ihr, der Gegner springt jetzt hoch? Ja, irgendwas. Du musst den Föhn ins Wasser werfen. Er ist weg. Das finde ich gut. Weil man erwartet, dass er hochspringt, aber er ist schon weg. Okay. Aber er sah jetzt auch nicht so gefährlich aus. Ja. Er hat mir jetzt keine Sorgen gemacht. Wie so ein kleiner Krokodilmann sah der aus. Ja. Es wäre besser gewesen, wenn das so was richtig Großes wäre. Ja, stimmt. Finde ich. Lass uns mal gucken. Rechts zu, wir können nur gerade. Oh, da ganz oder geradeaus. Ich würde das mal geradeaus und dann die kleinen Räumchen da angucken. Genau. Und dann mache ich da eine linke gleich. Ich hätte die Brücke aufnehmen können. Ich höre dich doch. Ui, 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 ui. Ist das? Oh, mal ui, schöne Kopfnuss. Du bist tot. Nee, doch nicht. Ach. Hey, was sagst du? Uiuiui, ui, ui, das war aber eine ordentliche Kopfnuss. Okay, kleine Räumchen. Super. Safe. Nice. Mhm. Gucken wir erstmal uns um. Danger, keep out. Ist leider runtergefallen. Zutritt verboten. Oh, das sieht sehr bossig aus, ne? Irgendwo an dieser Tür. Ich kann sehen, wo es abgeblättert ist. Na gut, ich speichere mal. Wollen wir es mal probieren durch die Tür durch? Ja. Zurück wird es ja nicht so viel Sinn ergeben. Können wir eigentlich auch drüber speichern, ne? So viel haben wir nicht gemacht. Oder so schlecht war es jetzt nicht. Ich schon mal eine Shotgun einfach so. Ja, sicher zu sein. Was haben wir noch für Waffen gehabt? Schusswaffen, nix, ne? Ja, wir haben Shotgun und die Pistole. Ansonsten einiges an Nahkampfwaffen. Ich glaube, wir hatten noch ein paar extra Schuss auf jeden Fall. Die Shotty.
Achso, nee, Vorräte, ne? Ja, richtig. 30 viel. Schrotpatronen und 76 normale. Ganz gut. Und ganz viel Rindfleisch. Ganz viel Rindfleisch. Vor Hunden müssen wir wirklich keine Angst mehr haben. Oh. Oh, that does not look good. Wir haben gesaved, ne? Ja, alles gut, lauf rüber. Okay. Okay. Ja. Oh! Ich bin gelaufen, jetzt schlenderst du! Oh nein! Vielleicht muss das so sein? Ja, ja, klar. Wer hat in den nächsten Level gezogen? Unter Wasser. Oh, schön unter Wasser. Richtig mies. Ich fände es, wenn jetzt so eine Kackwurst noch so vorbeischwimmt. Tut mir leid, ist gut. Hey, Moment, du bist tot. Du bist wirklich tot? Ich bin tot. Wow, okay, da hat keiner von uns mit gerechnet. Wir haben nicht umsonst den Safe dahin gebracht. Wirklich. Ja, aber was hast du denn gemacht? Du hast doch gar nichts gemacht. Ich bin dran vorbeigelaufen. Überlaufen? Also mir impliziert das zumindest, ich muss irgendwie, was weiß ich, so Walking Dead-Style meinen Geruch maskieren mit Gedärm. Irgendwie so ein Bullshit. Schlaue Idee. Na? Das wäre jetzt meine Intuition. Ich hätte gesagt, sowas wie das Wasser unter Strom setzen. Mit oh ja, Föhn. Das wird auch gut. Ah, ja, aber ey, wo findest du denn jetzt hier ein Outlet? Ich muss aber eine Verlängerung vielleicht erstmal finden, womit ich das dann durchziehen kann. Ne? Stimmt, aber ein Outlet habe ich nicht. Das wäre echt ganz geil. Ja. So eine richtig lange Verlängerung. Da musst du irgendwo ein Ding, einen Stecker finden. Oh, da hängt deine Notiz. Sieht nicht wie Englisch aus. Also du sprichst ja auch Deutsch. Überwachungsmonitor. Ja, da gehen wir aber gleich zurück und checken mal, was wir sonst machen können. Hier sehe ich. Aber du glaubst, da gab es auch nichts mehr vor der Brücke in einem anderen Raum? Ich gehe mal noch kurz. Einmal angucken. Wie war da eine Steckdose? So, oh, da hier ist was. Hier ist eine Steckdose. Ah, ihr seid so klug, Leute. Ihr seid so klug. Mhm. Ich erzähl's immer wieder gerne, aber wir hatten mal, da war ich sehr jung. 6, 7, ein Föhn. Und irgendwas war an dem Stecker kaputt. Oh, gleich. Das wird auf jeden Fall eine gute Geschichte, das merke ich jetzt schon. Ja. Und jetzt schwimmt das Ding nach oben. Ha! Der Stecker war kaputt und da ist einer von diesen Pnöpeln ist stecken geblieben. Oh. Was habe ich gemacht? Wollte ihn rausziehen. Hey. Dann hab ich da an dem Ding gehangen, habe mega den Schock bekommen und nur weil ich halt runtergefallen bin, bin ich wahrscheinlich nicht gestorben. Ach, aber da war ich saujung und schon so dumm wie heute, kann man sagen. Niemand würde an ein Metallstück greifen, was in der Steckdose drin ist. Aber ich wollte ja nur helfen, ich wollte reparieren. Ja. Aber ich habe mich schon mehrfach leider geschockt. Echt? Ja, ja. Auch bei Lampen aufhängen oder so mal? Nee, beim Lampenaufhängen bin ich immer sehr, da mache ich immer alles aus und so. Okay. Aber wir hatten in meinem Kinderzimmer, hingen so Kabel über Jahre, weil die auf irgendeiner Lampe gehörten. Und niemand hat sich darum gekümmert. Und irgendwann war ich da mal in dieser Ecke und bin drangekommen. Beim Umziehen bin ich mit dem Kopf an dieses Kabel gekommen. Keiner hat's gekümmert all die Jahre, ne? Dass sich immer drum zu kümmern. Du lässt doch keine nicht isolierten Kabel da einfach in einem. Doch, meine Eltern schon. Mochten deine Eltern dich? Nee. Okay. Die Jury ist noch aus. Haben sie gesagt, hast du wieder mit den. Mach aber die Kabel wieder gerade, so wie sie vorher waren. Genau, wieder. Spring noch mal hin. Jetzt hast du die Kabel kaputt gemacht. Ja, links ist noch eine Tür, ne? Genau. Ja. Also, ja. Okay. Gut. Doch nicht mehr. Ups, Dreieck war Map. Ja. Okay, ja, ich hätte da oben in der Theorie noch, wo wir jetzt vorbei sind, aber ich lasse das jetzt einmal und ich gucke erst mal hier denn? Unten. Lass es geschehen. Ach so, das ist okay. Das hat sich eben schon nicht ausgezahlt. Ja. Wo? 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 Jetzt. So. Die treten immer gerne in mehreren auf, ist mir aufgefallen. Zu mehreren. I hope. Uff, noch tiefer. Ja, da geht's weiter. Wo sind wir denn jetzt auf der Karte? Vielleicht kommen wir wieder hoch jetzt. No? Nee. Das sieht nicht so aus, nee. Aber vielleicht kommen wir trotzdem wieder hoch. Die Dark Souls 2 Methode. Na stimmt, warum nicht? Fährst mit dem Fahrstuhl hoch, kommst in eine Lavagrube an. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Sieht es aber auch recht groß. Hä, wo sind wir denn? Bin ich denn? Nee.
keine Karte für hier, ne? Ach so. Das ist noch die untere. Ja, oder kann ich hier hoch? Zeigt mir nicht an, wo ich bin, ne? Mm-mm. Das ist neu. Oh, könnte das der Ausgang sein hier? Kann ich rein? Ein Eisengitter versperrt den Weg. Oh, let's do this. Ups, Entschuldigung. Ich dachte, sie geht alleine hoch. Lange keinen anderen Menschen mehr getroffen. Ja. Gab es in Silent Hill 2 mehr Story, so, wo man mit Leuten labert? Irgendwie schon, oder? Eine Handvoll Leute immer so hin und her gestromert. Ja, das ist ja Eddie. Ne? Mhm. Am Anfang gab es. Wie ist die Kleine nochmal? War das Laura, die Kleine, die du getroffen hast in Silent Hill 2? Hier hattest du ja bisher nur. Oh, safe wieder. Hier hattest du ja Douglas, den Detektiv. Oh, und du hast, wir haben diese. Ach ja, stimmt. Die wahnsinnige Claudia. Ja. Claudia. Die Claudia. Ja. Schon viele Speicherpunkte gibt's. Ja, aber es kann auch sein, dass ich hier vielleicht glücklicherweise recht fix war. Hm. Jetzt hier durch. Ach, es war anstrengend hier. Ja. Ah. Also, das ist wie so Tape, wo man die andere Seite nicht abgezogen hat. Macht mich richtig wütend. Okay, also. Getränk, Getränk. Oh, nichts versteckt hier. Ups. Schade. Unter der Treppe sind Zementsäcke oder so aufgestapelt. Ich habe keine große Lust, die rumzutragen. Außerdem könnte ich sie sowieso nicht gebrauchen. Wohl. Aber ja, das hätte sich angeboten, ne, für irgendein Versteck. Wenn wir ein paar Zementsäcke mitnehmen? Uff. Ja. Die sind auch heute richtig was wert. Mit der Inflation, oder? Hm. Warning. The third level ceiling has crumbled. For safety's sake, entry is forbidden. Okay, da müssen wir bestimmt rein. Bewegt sich kein Millimeter, die Tür ist fest zu. Der amerikanische Third Floor, Fourth Floor. Oh, schon wieder. Vierte Etage eingestürzt. It's forbidden. Aber sie probiert es trotzdem. Ich halte mich nicht an Regeln. Fifth Floor auch? Hm. Nein. Oh, ist ganz oben jetzt, ne? Hm. Der geht wohl raus. Das ist eine Toilette. Gut. Das Gebäude wäre noch im Bau, aber sie sieht benutzt aus. Normales Waschbecken. Oh, aber ihr hört es auch so. Wir wollten sagen, was läuft. Macht denn dieses Schrittgeräusch? Was ist kaputt? Okay. Weil da eben gerade eine Kabeltrommel stand, habe ich mich kurz gefragt, was passiert, wenn man an einer Steckdose eine Kabeltrommel macht und die dann ins Wasser wirft. Löst die auch einen elektrischen Schlag aus oder sind diese Dosen quasi wasserdicht? Müssen wir mal testen. Bist du gut versichert? Das interessiert mich jetzt sehr. Ich kann da das Loch runterspringen, gerade an der Matratze, aber ich will mich erstmal hier kurz umschauen. Muss ich wahrscheinlich den Umweg nehmen. Ja, genau. Immer das vierte und dritte Stockwerk, wo wir eigentlich hin wollten. Eine versiffte Matratze. Ist doch noch gut. Ah. Aber du bist noch gar nicht runtergesprungen, oder? Ja, doch, ja, bin erst ich gerade. Nee, glaub, du hast nur die Matratze runtergeworfen. Ah, dann, oh, okay. Damit wir dann ihr habt absolut recht. Irgendwie runterkommen. Jetzt kommst du nicht mehr zurück. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das sieht zerstört aus, als ich dachte.
keine guten Sounds hier. Bevor ich da hingehe. Wir hatten es ja auch schon in den letzten Teilen ausgeführt. Jetzt spielt es auch seit sehr vielen Jahren zum ersten Mal jetzt wieder. Ich erinnere mich an nichts davon. Das ist für mich ein völlig neues Spiel. Also ich kann verstehen, warum sie nach dem dritten gesagt haben, lass uns mal ein bisschen was anderes ausprobieren, ne? Weil so. Ja, es ist in der Struktur, es ist dem Zweier ja super ähnlich. Genau, und es ist schon. Okay. Ich würde, glaube ich, nochmal zurück. Shit. Aber wer denkt das denn auch, dass man da auf einmal unvermittelt einfach runterfallen kann? Okay, ja. Aber sie wackelt ja extra. Sie wackelt und ich wollte zurückgehen, aber anscheinend habe ich das Gegenteil gemacht von zurückgehen. Schade. Sondern kaputt gehen. Okay, links. Oh nö. Wirklich? Ja. Wirklich? Ah, shit. Ach man, es war so eine schöne Folge, Gregor. Jetzt hast du alles kaputt gemacht. Ja, aber jetzt, wir wissen ja, dass da nichts ist. Du bist in 5 Minuten wieder da. Ja, ja. Da lagen noch die Gesundheitsdrinks. Leider. Ich wollte gerade sagen, ich kann einfach vorbeilaufen. Gut, dass du dich dran erinnert hast. Das wollen wir nicht verpassen. Adlerauge, Simon K. Weil ansonsten, hier konnten wir ja ganz hoch und oben haben wir einmal Patronen gefunden. Ja, es geht schon. Das ist aber trotzdem blöd. Aber gut, du wirst als Spielemacher auch nicht immer nur direkt vor gefährlichen Szenen so einen Safe haben, der da gleich signalisiert, oh. Ja, das stimmt. Also nicht jedes Mal. Aber ich entschuldige diesen Fauxpas. Ich habe links und rechts geguckt und ich hatte den Eindruck, dass ich da war nichts, ne? Nicht wirklich. Da war auf der anderen Seite, war doch auch so ein Viech. Oder genau, nicht? Ne? Ich würde die Shotty gleich nehmen und eins von denen wegballern zumindest. Ja. Wir nutzen die kaum. Finde ich auch. Dafür sind sie doch auch da. Gab's da hinten noch was? Glas, ja. Ansonsten da nichts. Dann schmeißen wir die Matratze runter. Die Matratze ist unten. Ist das Munition? Nope. Geht ja eh nur da raus jetzt, ne? Ja, geht nur raus. Also ich kann noch mal gucken, aber ich glaube, da war jetzt keine Tür, die nicht funktioniert. Oder hier, ne? Ah. Das ist wahrscheinlich die aus dem Treppenhaus, ne? Wo es hieß, es ist abgeschlossen, weil so oder so. Also ich würde jetzt zu meiner Rechten gehen. Oh, schieß doch mal. Ja, jetzt rennen. Gut. Shit. Och, ihr. Das ist doch nervig. Jetzt würde ich es einfach lassen. Okay, ja. Ich glaube, die waren auch ein bisschen in die Tiefe. Eventuell hätte ich wirklich an dem vorbeilaufen können. Ja. Oh. Smart. Oh, das sieht jetzt aber gut bewohnt aus hier. Mhm. Checken wir mal kurz Energie. Ja, könnte man nehmen, ne? Ja. Immer so ein kleines Süppchen. Ach, ich vergesse es immer. Mittendrin. Komm, nimm noch eins. Nö, blau ist doch genug. Oder meinst du, wird's noch besser? Ja, du hast doch noch 7 Stück. Oh ne, blau ist schon gut. Jetzt wissen wir es wenigstens. Ja, ich würde es aber auch sagen, also eventuell war da noch ein bisschen was und blau ist zwar gut, aber es hätte noch ein bisschen mehr gehen können. Schaufensterpuppenkatalog. Das ist wohl die Rezeption einer Schaufensterpuppenfirma. I get it. Not. Der Tisch ist mit Papieren übersät. Nichts Nützliches. Sehr 70s, ne? Mit Holzwänden. Ja. Oh, so schlecht sieht das gar nicht hier aus. Warum ist denn die Rezeption hinten in der im Wohngebäude? Ja, stimmt. Konntest du mal durchs Fenster besuchen, die Firma. Ja, ich muss ihnen den Weg erklären, wie sie zu uns kommen.
Warum haben wir keine Laufkundschaft? Ich verstehe das nicht. Ja, nee, das sind keine Türen. Okay, hier erstmal zurück. Schau, oh, Schaufensterpuppen, okay. Oh, Storage Room E. Oh, oh. Ja, jetzt, oh ja, Schaufenster, aber ich habe jetzt schon keinen Bock. Mhm. Das ist so, du gehst in den Level rein und dann drehst dich um und dann sieht sie ganz anders aus. Die Hände greifen dich gleich. Ist was? Die einzige Schaufensterpuppe mit einem Kopf. Kopflosen wirken irgendwie unheimlich. Als ob sie mich noch sehen könnten oder so. Git. Naja, die ist auch nicht weniger unheimlich, muss ich sagen. So, ich drehe mich mal um. Dann drehe ich mich noch mal um. Wir können da nichts... Nochmal? Nichts nehmen? Wundert mich auch. Ein Kleiderbügel vielleicht? Ich check mal. Auf Fensterpuppe ohne... Ein Kleiderbügel oder so, das haben wir schon mal. Also sie dreht nicht den Kopf um. Oh, Malaka! Ich hab's gerade noch gesagt. Wo kam das denn hier? Warum passiert das jetzt? Was ist überhaupt passiert? Ist was runtergefallen? Ach ja. Oh. Der fucking Kopf ist runtergefallen. Aber durch was hast du das jetzt getriggert? Das ist Blut. Okay, es soll einem einfach nur ein bisschen Angst machen. Ja. Und ich sag's auch noch, ey. Also ich kann leider nichts nehmen. Ich dachte hier, weil so hier was rausragt. Karton voller Arme und Beine. Gut, aber gut, dass wir reingeschaut haben. Hast du mit einem Safe gerechnet oder so? Wir haben leider keine Karte. Ups. Oh, bevor ich auch weitergehe, ich guck mal, ob hier vielleicht eine an der Wand hing, die ich nicht gesehen habe. Oh ja. Können wir ja schnell verpassen sonst. Ich guck hier nochmal. Einfach, du bist safe. Nee, hier kannst du auch nicht wirklich die Kamera vernünftig drehen. Mm-mm. Was ist das für eine Rezeption? Ey, okay, dann gehen wir in die Halle mit den Bossen. Rezeption musst du irgendeine Art von Schalter auch haben, oder nicht? Da stehen einfach nur zwei Couchen drin. Ja. So, also hier stand auch drauf. Schaufenster posen. Okay. Sind das Hunde? Ui. Könntest du das Fleisch nochmal benutzen? Wir haben so viel. Ja. Ja. Oh, das kommt mir aber vertraut vor. Ja, Freude. Das ist genau die Ecke, in der wir schon waren. Mit dem Aufzug, der nicht geht. Da waren auch die Hunde. Hast du die Tür eben versucht? Ja. Monikas Dance Studio. Okay, ich werde nachher das auch mal mit dem Fleisch probieren. Hm. Irgendein Poster. Sieht so aus, als gäbe es bald eine Performance. Oh, lebt aber okay. Schon auch noch natürlich. Mm. Genau. Das war nicht cool. Die Frage ist, gibt es hier überhaupt irgendwas in dem Raum? Ja. Ja. Ich lohnt sich wahrscheinlich nicht die. Nee. Ich gehe erstmal raus. Ich würde es auch machen. Es lohnt sich wahrscheinlich, wenn wir den nächsten Safe-Raum sehen, dass da Schluss ist. Oh, ja, jetzt, wo man hier zum Beispiel spricht. Oh. Eine Map. Karte des Bürogebäudes. Ich checke auch noch mal. Und jetzt können wir tatsächlich eins nehmen. Checken wir erstmal hier kurz. Der Tisch ist chaotisch, nichts drauf, an dem ich interessiert wäre. Hat sich gar nicht alles angeguckt. Ja. Chaotisch. Ja gut, vielleicht interessiert sie sich nicht für Tanz. Für Papiere, alle nicht wichtig. Das machen sie alle, ne? Die geben einen Blick und dann weiß ich schon genau, nö, brauche ich nichts von. Irgendwo an der Wand hängt ein Zettel, den lesen sie. Also ein paar Minuten haben wir noch, ich save mal ab und gucken mir noch ein, zwei Räume an. Und die leere Weinflasche, die nehme ich natürlich auch mit. Ja, ja. Und das ist das Erste, was ich sehe. Eine Cake. Irgendwas mit Cake. Ja, Rahmen. Könnte alles Mögliche sein.
Dann gucken wir mal, was haben wir uns bisher angeschaut. Ach, kreuz und quer, ne? Aber von, ja, Storefront Posables haben wir uns alles angeguckt. Mit Ausnahme, also ja, da unten ja, links war der Raum. Ich würde jetzt erstmal, wenn wir hier raus sind, rechts und nochmal diese kleinen Räumchen mir anschauen. Willst du nicht erst links und dann die? Ja, von hier, ihr meine ich, Entschuldigung. Ach so, okay. Ja, ja. Und dann gehst du rechts und ja, suchst die anderen. Okay. Genau, also hier zu ihrer Linken. Und hier die kleinen Räume. Ah, obwohl gut. Eigentlich gut, ne? Und? Da oben ist doch auch was. Mhm. Eine Ampulle. Ah, ja. Nice. Die Ampullen waren super Heilung, oder wie? Ja, genau. Es war, glaube ich, nicht voll, aber besser als die Mini-Fläschchen. Nichts Interessantes im Spind. Okay. La Magnifique Cthulhu Daligan Attila Bula 1815. Ich kann es nicht lesen. Ich kann ja gar nichts lesen. Hast du dir alles ausgedacht? Vielleicht. So, ja, raus links. Und dann da. Der große Raum oben rechts war der mit den ganzen Monstern drin, ne? Genau, Monikas Dance-Studio. Guck mal, wie viele Stockwerke es hier gibt, ey. Oh nö. Ihr kennt es doch. Trindel. Oh nein, stimmt, ich kann's vergessen. Mach mal so ein Ding. Mach doch mal, leg dir mal ins. Ja, genau. Ja. Damit wir mal in Ruhe hier das alles angucken können. Falsche Taste. Oh. Dolz, lasst uns aber auch mal in Frieden. Oh, das. Das ey, funktioniert das hat, gar nicht. Der hat deine Witterung aufgenommen schon. Hier bin ich vorhin rausgekommen, ne? Oder? Aber im Raum waren noch Sachen, oder? Ja, ja. Elevator habe ich nicht angeguckt. Elevator heißt es. Ja, oh, und das Klo könnte ich noch gucken. Ja, komm, ich gehe zurück, guck Elevator, Klo und dann gehe ich in den Safe-Raum. Ja? Ja. Ist cool. Die anderen Räume da unten, da kommen wir leider nicht hin. Ihr seht, ne, außerhalb der, unter der Toilette. Mhm. Primble and Ines Law Firm. Also zurück. Meiner Linken. Die Toilette ist rechts, okay. Elevator. Oh, er schießt die mal, das ist ja furchtbar. Toilette. Okay. Okay. Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo Dance-Studio war, das Safe, ne? Jetzt, nee, ja, oder? Doch, das Safe war hier, aber ich weiß nicht, ob es sich wirklich lohnt zu saven. Ich würde das mal, also ihr könnt auch gerne den anderen gleich. Haben nach. Wir danach irgendwas noch eingesammelt? Ich weiß gar nicht. Nee, ich habe nur, Räume gecheckt. Ja, mach einen und ihr könnt euch doch alles. Nein, du hast doch so hohem Niveau gespielt, da kannst du ruhig jetzt auch mal Crap speichern. Um sogar um auf Nummer sicher zu gehen, meist auf die 12. Damit wir wissen, dass da Abstand ist. Voll auf die 12. Ja, schön. Weil wir jetzt wieder 4 Wochen nicht weiterspielen, ne? Damit uns das merken können. Ja, wir spielen jetzt gleich weiter. Für euch müsst ihr ein bisschen warten, aber dann kommt die nächste Folge. Das war doch erfolgreich. Ja, ganz gut. Ja, wir sind weitergekommen. Ja. Jetzt wird's anstrengend. Mal gucken, ja, wo es weitergeht. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.